Wie ein englisches Schloss wirkt Mancy's Welcome Hotel inmitten einer großzügigen Parkanlage mit gepflegten Golfrasen. In den sanften Hügeln um Stratford-upon-Avon war der englische Dichter William Shakespeare zu Hause. Greg Feeler, Manager des Hotels, erzählt, dass Shakespeare sogar einen Teil dieses Grundstückes besaß. Die Welcome Hills, so heißt das hier. Aber das Haus, das heute hier steht, wurde 1866 für einen wohlhabenden Industriellen aus Manchester gebaut. Der hat hier nur 5 Jahre gewohnt. Was das Hotel betrifft, so wurde das Gebäude in den 1940er Jahren von der British Transport Hotels erworben und zum Hotel umgebaut. Da hinten in den alten Stallungen befindet sich heute ein Spa. Im Hauptgebäude hat das Hotel 78 Zimmer. Hinauf führt die breite Holztreppe aus der Gründungszeit des Hotels. Man hat bei der Einrichtung besonders darauf geachtet, den englischen Originalstil des Gebäudes beizubehalten. Manager Greg Feeler und Robin Tjolle vom Tourismusbüro Shakespeare's England nutzen gern die Gelegenheit für eine gemeinsame Teestunde. Wir sind hier nicht weit von London und wir sagen immer, kommen Sie her und wohnen Sie in einem so wundervollen Hotel wie diesem mit einem schönen Golfplatz. Aber es gibt auch schöne Stadthotels und ungewöhnlich englische Unterkünfte, mit oder ohne Shakespeare. Aber Shakespeare hat existiert, hat hier gelebt und an diesem wundervollen Ort geschrieben. Hier erleben Sie England wirklich. Ich glaube, viele unserer deutschen Gäste wollen genau das. Das Mancy's Welcome liefert den ersten Eindruck. Um Shakespeare's England auch draußen zu erleben, wäre nach der Tea Time immer noch genug Zeit, sich zu Fuß durch den Park in Richtung Stratford-upon-Avon auf den Weg zu machen.